Ist das jetzt, warum engagieren Sie sich dort so? Ist das eine persönliche Geschichte, warum Sie das auch machen wollen, warum Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist? Oder geht es Ja. auch darum, einfach, dass man Geld verdient, weil es jetzt auch ein sehr großer Trend ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Also, ich war im Silicon Valley tätig und das hat dann im Wesentlichen in einem Vermögen resultiert, das sehr relativ viel ist. Und da muss man sich überlegen, was das heißt für einen, für sich selber, für die Familie und auch, was man damit macht. Und oft ist es ja so, wenn man so ein Vermögen relativ schnell bekommt und man ist dann nicht auf derselben Schiene mit der Frau oder mit der Familie, dass dann die Ehen und die Partnerschaften auch auseinanderbrechen. Und glücklicherweise war es bei uns, bei meiner Frau Lisa und mir, so in den Anfang 2000er Jahren, dass wir uns überlegt haben, wofür wollen wir das Vermögen benutzen? Und uns war beiden klar, dass Vermögen mit Verantwortung verbunden ist. Und zwar mit Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern für die Gesellschaft, für den Planeten und für die Menschheit. Und das hat man damals noch nicht Impact Investing genannt. Wir haben nur gesagt, wir wollen das. Wir können nicht einfach nur für uns investieren und nur maximieren den Profit. Wir wollen schon Profite einfahren, aber nicht maximieren und eben den sozialen und ökologischen Wirkung auch dabei haben.